Der nächste Winter und Weihnachten kommen bestimmt. Holen Sie sich jetzt einen Gutschein beim Kauf neuer Winterreifen bei Reifenritz in Burg an der Leitha, Golz oder Frauenkirchen für einen Weihnachtsbaum und ein Haarstyling von Haarstil Kunst in Neusiedl am See. Du suchst die Herausforderung? Das ist dein Fokus. Ford Motor Company presents der neue Ford Focus. Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt. Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir zeigen Ihnen den neuen Hyundai Santa Fe. Berichten über das Histocup-Finale am Red Bull Ring. Und wir haben den Jaguar I-Pace getestet. Seit kurzem ist der komplett erneuerte Hyundai Santa Fe in Österreich erhältlich. Wir von Motor TV durften die vierte Generation des SUV-Flaggschiffs schon Probe fahren. Optisch macht er im Vergleich zum Vorgänger einen großen Schritt nach vorne. Das elegante Design mit dem imposanten und markanten Kühlergrill verleiht Hyundais größtem SUV eine außergewöhnlich repräsentative Erscheinung. Die doppelten Frontleuchten setzen sich aus LED-Scheinwerfern und dem darüber angeordneten LED-Tagfahrlicht zusammen. Der neue Hyundai Santa Fe steht ausdrucksstark da und überzeugt mit Komfort, höchster Sicherheit und beeindruckendem Platzangebot. Das Topmodell von Hyundai legt gegenüber dem Vorgänger in allen Belangen deutlich zu. Es ist jetzt 4,77 Meter lang, 1,89 Meter breit und der Radstand ist um fast 7 cm gewachsen, wodurch es noch mehr Platz für Passagiere und Gepäck gibt. Der neue Santa Fe ist jetzt auch auf Wunsch mit einer vollständig versenkbaren dritten Sitzreihe erhältlich. Der Gepäckraum stellt dann bis zu 1625 Liter beim 7-Sitzer und 1695 Liter beim 5-Sitzer bereit. Im neu gestalteten Cockpit des Santa Fe bleibt Hyundai seinem Stil treu. Der Infotainment-Bildschirm ist am oberen Ende der Mittelkonsole platziert, das Audio- oder Navigationssystem beherrscht auch Android Auto und Apple CarPlay. Auch kabelloses Laden von Smartphones ist möglich. Die Sitze sind bequem, ohne weich zu sein und lassen sich vorne elektrisch in 10 verschiedenen Positionen verstellen. Das Motorenangebot besteht aus zwei Dieselmotoren, die ein Leistungsband von 150 bis 200 PS abdecken, wahlweise mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder einem 8-Gang-Automatikgetriebe. Optional ist auch ein intelligenter Allradantrieb verfügbar, der die Antriebsmomente je nach Bedarf oder gewählten Fahrmodus an die 4 Räder verteilt. Natürlich bietet der Hyundai Santa Fe auch eine ganze Armada an Assistenzsystemen, wie zum Beispiel Müdigkeitserkennung, eine 360-Grad-Übersichtskamera, Querverkehrswarner, Spurhalteassistent, toter Winkelassistent, autonomer Notbremsassistent, Abstandstempomat, Insassenalarm oder Ausstiegsassistent. Erhältlich ist der neue Hyundai Santa Fe ab unter 40.000 Euro, inklusive 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Jetzt bei Denzel in Eisenstadt. Der nächste Winter und Weihnachten kommen bestimmt. Holen Sie sich jetzt einen Gutschein beim Kauf neuer Winterreifen bei Reifenritz in Burg an der Leitha, Golz oder Frauenkirchen für einen Weihnachtsbaum und ein Haarstyling von Haarstil Kunst in Neusiedl am See. Du suchst die Herausforderung? Das ist dein Fokus. Ford Motor Company presents der neue Ford Focus. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Musik.
Den nachfolgenden Beitrag widmet Ihnen Kfz-Sachverständigenbüro Hermanns Maric in Eisenstadt. Wir machen auch Oldtimer-Gutachten. Das Histocup-Saisonfinale am Red Bull Ring hat alle Rekorde gebrochen. Recibe ist einmal sensationell. Wir haben 330 Starter, das ist Rekord. So viel haben wir noch nie gehabt und vor allen Dingen nicht beim letzten Rennen in der Saison. Die Piloten aus 10 Nationen verteilen sich auf insgesamt 11 Rennserien. Also wir haben in jeder Kategorie einen eigenen Meister, logischerweise. Es gibt den Gesamtsieger über alles. Der kommt aus der Anhang-K-Serie, auch von den echt historischen Fahrzeugen. Das ist der Alfred Weißengruber. Dem Oberösterreicher reicht beim Finalrennen ein 13. Gesamtrang mit seinem BMW 635i. Also mich freut es, dass ich noch 2016 zum zweiten Mal den Titel geschafft habe. Und dass das trotzdem noch mal so geklappt hat, weil ich eigentlich schon mit dem Aufhören irgendwie spekuliert habe. Noch nicht ans Aufhören denkt der Meister bei den Spezialtourenwagen, der deutsche Frankie Riedel mit seinem Chevrolet Delago. Das ganze Team ist natürlich glücklich, weil es eigentlich die richtige Belohnung nach 7 Jahren Histocup ist, gell, dass wir jetzt das größte Ziel erreicht haben. Histocup ist eine super Serie und deswegen sind wir im nächsten Jahr bestimmt wieder dabei. Auch wieder dabei im nächsten Jahr ist Mini Cooper Cup Meister Philipp Kluckner aus Tirol. Ich habe es jetzt endlich geschafft, nach 5 Jahren einen Mini Cooper Cup Gesamtsieg zu machen. Wir werden nächstes Jahr das natürlich verteidigen und hoffen, dass das Auto noch weiterhin so treu bleibt, wie er bis jetzt ist, ohne Schäden und ohne groben Reparaturen. Wenig Reparaturen gibt es meistens auch bei den Klassiker-Trophy-Wertungen, wo gleichmäßiges Fahren entscheidend ist. Hier gewinnt als Team Herbert Mackreiter und Conny Eistleitner auf Alfa Romeo Spider. Die Solo-Wertung holt sich der junge Niederösterreicher Andreas Eckhardt mit seinem Ford Capri RS. Natürlich mit einem Porsche gewinnt der Wiener Günther Schmid den Porsche Classic Cup, der heuer das erste Mal ausgetragen wurde. Es ist eine NÖV Carrera 3,2. Ein Baujahr 85, hat 265 PS und das Gewicht ist 1020 Kilo. Ebenfalls auf Porsche gewinnt der Wiener Oliver Michael die Gesamtwertung bei den modernen Tourenwagen. Ich habe jetzt in Folge zweimal die Touring Car Open Serie in Folge gewonnen, das zweite Jahr, und bin echt happy drüber. Auch Peter Pekary ist happy. Der Niederösterreicher wird Meister bei den Formelfahrzeugen. Es war mein erklärtes Ziel für heuer, mit dem Formel Ford 2000 die Formel Historic zu fahren, konsequent ein Jahr lang. Früher immer die Auto gewechselt, da wird es ein bisschen schwierig dann in der Gesamtwertung. Und das gefällt mir natürlich, dass das so aufgegangen ist und dass ich die Gesamtwertung damit gewinnen habe können. Spannend verläuft das Finalrennen der BMW Challenge, dem attraktiven Markenpokal der BMW 325i E30 Renntourenwagen. Zuerst kann sich der junge Lando von Wedel an die Spitze setzen. Max Zupanic, der heuer nur einen Teil der Rennen gefahren ist, ist von Rang 8 gestartet. Er pflügt regelrecht durch das Feld bis an die Spitze und gewinnt das Rennen der BMW Challenge überlegen. Meister wird der Salzburger Tobias Weichenberger. Hat mir eigentlich selber so ein klassisches Geburtstagsgeschenk gemacht mit dem Meistertitel heuer. Und ist einfach ein riesen, wie soll ich sagen, ein Last ein wenig runtergefallen, weil wir ein ganzes Jahr hart gearbeitet. Tage, Nächte, so viele Stunden und es hat sich dann bezahlt gemacht. Die junge Salzburgerin Nathalie Horvath gewinnt die BMW E30 Cup-Wertung und sichert sich damit auch die Gesamtwertung des neuen Nachwuchs-Cups. Das ist für mich die erste Rennsaison, wo ich selber fahre. Zum Histocup bin ich durch den Michi Steffni gekommen, da ja die letzten 2 Jahre auf seine Autos in der BMW Challenge geschraubt habe. Mir taugt es voll super, es macht total Spaß und ich kann am liebsten, würde ich nie wieder aus dem Auto aussteigen. Das möchte wahrscheinlich auch noch nicht der erst 72-jährige Niederösterreicher Dieter Karl Anton aus seinem rund 400 PS starken Honda, der damit die Youngtimer-Gesamtwertung gewinnt. Das ist ein Honda S2000, das ist normal ein Cabrio, umgebaut auf ein Coupé und mit einem 3-Liter, wohlgemerkt, dass alle Ruhe geben, es ist ein 3-Liter NSX-Motor, ein Honda NSX-Motor. Punktegleich ex aequo mit Dieter Karl Anton wird der Salzburger Norbert Greger Meister bei den Youngtimern mit seinem BMW M3 E36 GTR. Nächstes Jahr werden wir schauen, ob wir eben auch wieder Histocup fahren, ob wir, was wir tun. Wir werden sicher mal den Nürburgring mal anstarten und die Saison Histocup, ja, die war davor jetzt 5 Jahre. Ja, bislang toll, gute Freunde. Gutes Essen, ein schönes Wochenende, toller Rennsport, tolle Auto, ja, was will man mehr?
Ja, das nächste Jahr, das kommende Jahr ist schon durchgeplant. Es ist so, die Planung ist so, dass wir wieder hier am Red Bull Ring Mitte April beginnen und auch wieder so um den 10. Oktober hier am Red Bull Ring beenden. Wir werden 8 Rennwochenenden haben, mit dabei natürlich 2-mal Salzburgring. Wir haben ja sowohl am Salzburgring als auch am Red Bull Ring Jubiläum, 50 Jahre Rennstrecke. Die werden wir sicherlich gebührend feiern. Und dazu kommen auch noch die Sommerrennen Rijeka, Pannonia Ring und Slowakia Ring. Alle aktuellen Infos dazu gibt es wie immer auf www.histocup.com. Diesen Beitrag widmete Ihnen Kfz-Sachverständigenbüro Hermanns Maric in Eisenstadt. Wir machen auch Oldtimer-Gutachten. Die I-Pace, das erste rein elektrisch betriebene Auto von Jaguar, wurde in Großbritannien entwickelt und wird in Österreich gebaut. Bei Magna Steyr in Graz, worauf wir als österreichischer Importeur natürlich sehr stolz sind. Die Reichweite des Jaguar I-Pace beträgt laut WLTP-Zyklus 470 Kilometer. Das heißt, im Alltag wird man locker um die 400 Kilometer weit damit kommen, egal ob Sommer oder Winter. Seit mehr als 8 Jahrzehnten steht der Name Jaguar in der Automobilbranche für elegantes Design ebenso wie für atemberaubende Leistung. Der Jaguar I-Pace verfügt über 2 Elektromotoren, einer an der Vorderachse, einer an der Hinterachse, je 200 PS. Das heißt 400 PS gesamt und fast 700 Newtonmeter Drehmoment. Das sind sagenhafte Leistungsdaten, noch dazu, wenn man bedenkt, dass das Drehmoment von 700 Newtonmeter elektromotortypisch bei jeder Drehzahl von Beginn an verfügbar ist. Das ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 4,8 Sekunden und gleichzeitig wird eine Menge Fahrspaß auch in Kurven geboten, den wir so bei diesem Auto nicht erwartet hätten. Und das noch dazu bei sehr viel Fahrsicherheit, mehr Komfort und mehr Platz als in einem vergleichbar gleich schnellen Sportwagen. Neben den Performance-Leistungsdaten der 50:50 Gewichtsverteilung, dem besonders niedrigen Schwerpunkt und der vorhandenen Luftfederung in unserem Jaguar I-Pace Testauto ist ein weiterer Faktor dafür verantwortlich. Die Besonderheit ist, man kann das Auto nur mit dem Gaspedal oder wie man heute sagt mit dem Fahrpedal fahren, weil man kann 2 Stufen der Rekuperation einstellen. Das heißt, die Energie, die Bremsenergie wird zurück in die Batterie geladen und dann gibt es eine leichte Stufe, die fährt so, wie man es gewohnt ist von einem Automatikauto, oder eine starke Stufe. Mit dieser starken Rekuperationsstufe kann man sogar fahren völlig ohne Bremspedal. Im Cockpit sorgen hochauflösende HD-Displays, Touchscreens, berührungsempfindliche Tasten und multifunktionale Drehregler für intuitive Bedienung. Vom Platzangebot her profitiert der Jaguar I-Pace natürlich von seinem Antriebskonzept. Die Elektromotoren brauchen deutlich weniger Platz als ein Verbrennungsmotor. Das heißt, bei geringerer Länge ist der Jaguar I-Pace bietet er mehr Innenraum als ein Fahrzeug von einer Klasse höher und auch einen riesigen Kofferraum mit 656 Liter Volumen. Ein weiterer Vorteil eines Elektrofahrzeuges ist ja die kleinere Zahl an bewegten mechanischen Teilen, das heißt relative Wartungsfreiheit. Und wenn man Sorgen um die Batterie hat, bei diesem Fahrzeug gibt es 8 Jahre Garantie auf die Batterie bzw. 160.000 Kilometer. Und wenn die Batterie bis dahin nicht 70% ihrer Kapazität hat, wird sie einfach ausgetauscht. Es gibt verschiedene Lademöglichkeiten, von der Haushaltssteckdose bis zu den öffentlichen Ladestationen. Bei einer Schnellladestation dauert das Laden 40 Minuten auf 80% der Batteriekapazität oder umgekehrt gesagt, in 15 Minuten lädt der Jaguar I-Pace 100 Kilometer Reichweite. Der Jaguar I-Pace, das elektrisch angetriebene, kopiehafte Performance-SUV, ist ab 78.000 Euro bestellbar. Jetzt bei Megadenzel in Wien-Erdberg. Diese Sendung widmete Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt.